Uns ist mit Sicherheit ein ganz großer Stein vom Herzen gefallen. Es hat ganz deutlich Plumps gemacht. Schließlich und endlich haben wir alle unter diesem, ja, ich würde mal sagen, unter diesem dunklen Tuch leben müssen, dass da ein unglaubliches Verbrechen bei uns passiert ist. Und wir, es war so hoffnungslos, nachdem man immer wieder mal gehört hat, die Kommission wird ein bisschen verkleinert, wieder ein bisschen verkleinert. Und jetzt hat man dann so quasi dann alle Fälle so vor Augen gehabt. Oh, da gibt es einen anderen Fall, da war ein Tötungsdelikt, nichts ist dabei herausgekommen. Gibt es halt auch, wird es bei uns auch so sein. Und ich denke mal, dass die Polizei jetzt ganz nah am Täter ist und die Behörden, sodass ich sagen kann, der Stein ist mit Berechtigung gefallen. Man muss sehen, dass das Leben sich dann irgendwie normalisiert. Selbst in der Familie wird es sich normalisieren müssen. Man geht wieder zur Arbeit, man nimmt auch mal wieder an einer Veranstaltung teil. Das ist dann so, dass die Familie dann auch vielleicht mal wieder zu einer frohen Veranstaltung, wenn irgendwo ein Geburtstag gefeiert ist, hingeht und mit dabei ist. Oder auch diese größeren öffentlichen Veranstaltungen. Ich behaupte mal, in der nächsten Saison bei Fasnet ist der Ehemann wieder dabei.